Flugrekord schlagen oder nicht? Ich schreie richtig. Ich bin bereit. Ich war hier auch endlich eine Herausforderung. War es doch meine erste Twitch-Regel. Ich mag schwinden. Mal so übel. Großartig. Nicht mal so übel. Du hast dich verbessert. Ich muss sagen, das war ein verdammt gutes Rennen. Pass auf, du hast dir hier einen guten Ruf erworben und manche Leute sind deswegen sehr verärgert. Klingt so, als hättest du Erfahrung damit. Tja, habe ich auch. Jedenfalls warst du nicht schrecklich, das gebe ich zu. Aber an der Südküste wirst du nicht so viel Glück haben. Du sagtest, der Ruf deines Talents hätte Leute verärgert. Wen denn? Wenn du es wissen musst, sogar Leute aus unserem eigenen Haus sind neidisch auf mich. Als Erstklässlerinnen haben Nerida Roberts und ich viel Zeit auf unseren Besen verbracht. Wir wollten jeden Tag fliegen. Mein Können auf dem Besen wuchs rasant, möchte ich meinen, aber Nerida hatte plötzlich keine Zeit mehr fürs Fliegen. Ich versuchte, ihr Tipps zu geben, aber sie hatte einfach nicht mein Talent. Sie war eindeutig neidisch auf mich. Armes Ding. Jetzt verbringt sie die ganze Zeit am See, besessen von den Wassermenschen. Lernt nicht mal schwimmen. Ich werde mein Talent nicht herunterspielen, nur weil jemand ein zu sensibles Ego hat. Jedenfalls muss ich die nächste Strecke vorbereiten. Komm vorbei, wenn du den Mumm hast. Das werden wir ja sehen. Bis dann. Ich dachte schon, du kneifst. Ruh dich auf deinen Lorbeeren aus. Ich sehe dich an der Südküste, wenn du nicht die Nerven verlierst.